Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die HMLR-Box von TNT. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. HMLR von TNT, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein sehr ungewöhnlicher Albumtitel, ebenso wie auch der ungewöhnliche Albuminterpret. TNT, das ist der Zusammenschluss aus Texter und Topf. Also die Rap-Gruppen Texter und Blumentopf haben sich hier zusammengetan und sind zusammen dann TNT, also Texter and Topf, mehr oder weniger. Und dann haben wir den Albumtitel HMLR. Der ist die Abkürzung, das Akronym für historische Momente legendärer Rapper bzw. legendärer Reimer. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier eine schwarz-weiße Box. Oben lesen wir einmal TNT, Texter und Topf, Hashtag HMLR. Dann haben wir die versammelte Mannschaft hier, also sowohl die Jungs von Texter als auch natürlich von Blumentopf, sprich Österreich meets Deutschland. Dann haben wir hier das Album von Blumentopf und Texter. Hier unten ebenso, auf der rechten Seite TNT, TNT. Oben dann eine Mischung, also das Blumentopf-Logo hier mit dem Texter-Logo verschmolzen. Und auf der Rückseite gibt es dann hier diese Hand, oder diese Hände. Dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Rein von der Box hier, eine reguläre Clubbox. Wir haben hier zum einen mal ein Shirt. Dann gibt es weiter einen Sticker, eine Sprühvorlage, einen Sticker, also einen zweiten Sticker, ein Poster und natürlich das Album an sich. So, von innen die Box in schwarz, hier in weiß noch dieser Einleger, in dem eben die CD Platz gefunden hat. Packen wir mal zur Seite. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kann derweil noch zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, das ist das Album. Das ist HMLR. Wir lesen hier zwei CD. Also wir haben hier auch noch eine zweite CD mit dabei. Das Ganze kommt hier in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite TNT, Texter und Topf, HMLR. Und auf der Rückseite haben wir zum einen die Tracklist, 19 Tracks an der Zahl, und zum anderen haben wir hier auf CD2 die Instrumentals, also auch auf CD2 19 Stück. Wir haben hier auch noch ein Feature von Kinetical und dann hier noch die Logos. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet, das ist ziemlich dick. So, was haben wir hier? Jawohl, wir haben hier ein Lyric Booklet, bedeutet, jeder Track ist hier Wort für Wort abgetippt. Sehr schön. Zusätzlich haben wir auch hier dann noch die Infos, wer den Beat bzw. wer den Rap beigesteuert hat. So geht das jetzt hier durch. Dann die Infos zu den ganzen Beteiligten. Also, diese ganzen Menschen hier waren involviert. TNT. Und dann haben wir hier auch noch die Album-Credits. Gut, das war's zum Booklet. Wir kommen zur CD, beziehungsweise besser gesagt zu den CDs. Das ist die Album-CD. Hier wieder der Blumentopf mit dem Texter-Schriftzug darunter. Und dann haben wir die CD2 auf der Rückseite, die Instrumentals. Jawohl. So, packen wir wieder zur Seite. Dann haben wir ein Shirt mit dabei. Das Shirt in Grau, wie wir sehen können. Recht ungewöhnlich, also selten in
in Boxen mal, dass das Shirt grau ist, meistens ja doch in schwarz oder weiß. So, auch hier natürlich wieder das Logo, der Blumentopf mit dem Texter Schriftzug. Ansonsten haben wir hier nichts weiter drauf. Die Rückseite ist auch blankgrau. Und bei dem Shirt handelt es sich um ein Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100%, nein, nicht mal 100% Baumwolle, 90% Baumwolle, 10% Polyester. Und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Dann falten wir das Shirt wieder zusammen. So, einmal und zweimal. Und dann schauen wir gleich weiter. So, was haben wir hier? Wir haben noch zwei Sticker mit dabei. Einmal diesen hier im Hochformat. Hier auch wieder alle Herrschaften abgebildet. Und das ist mehr oder weniger ein Promo-Sticker, denn hier lesen wir 20. Februar 2015, also das Release-Date. Erhältlich als Fan-Deluxe-Box, CD, Vinyl, Tape und Digital. Das waren die Formate, in denen es dieses Album gibt oder gab. Dann ein kreisförmiger Sticker hier mit dem TNT Artwork. So sieht das aus. Also zwei Sticker, einmal rechteckig im Hochformat und einmal kreisförmig. Dann ist mit dabei eine Sprühvorlage. Die sieht so aus. Also auch hier wieder das bekannte Artwork hier, der Blumentopf mit dem Schriftzug. Und darunter lesen wir dann windig.de. Kann man dann entsprechend an der Oberfläche dranhalten und dann ansprühen. Dann hat man das hier festgehalten. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier mit dabei ein Poster. Das dürfte recht groß sein und ist auch vom Material her ziemlich dick. So, wie geht das am besten auf hier? So, sieht gut aus. Also, hier unten lesen wir natürlich wieder Texter und Topf. Dann die drei Logos. Also das von Vinyl Digital, das von Texter und das von Blumentopf. Hier dann wieder alle Herrschaften abgebildet. In dieser großen Gruppe hier alle mit dabei. Und darüber, ich will das kurz hier abknicken. Und darüber dann wieder TNT. Das Ganze ist hier in Weiß und hat dann hier rundum eben noch einen schwarzen Rahmen. Auf der Rückseite in Weiß, bedeutet das Poster ist einseitig bedruckt und wie ihr sehen könnt im Hochformat. So, jetzt ist nur die Frage, wie wir das am besten wieder zusammenlegen. Ich glaube fast, ja, so. Einmal so, dann einmal so. Wunderbar. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir diese Sprühvorlage hier, ebenfalls im Hochformat. Dann die beiden Sticker, einmal der rechteckig und einmal der hier kreisförmig, also zwei Sticker. Das Shirt in der Größe L. Und natürlich das Album an sich mit 19 Tracks plus 19 Instrumentals auf der Bonus-CD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box HMLR von TNT. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blumentopf und Texter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.